grüß Gott bei euch. Grüß dich. Ja, genau. Alles Gute. Mach schon. Ja, genau. Herzlich willkommen, liebe Bundesministerin, liebe Ilse Aigner, heute Nachmittag hier im Tanzhaus in Donauwörth zusammen auf der Bühne mit unseren Kandidaten für den 15. September und den 22. September. Ich sage herzlich willkommen, Ilse Aigner. Listenkandidaten auf Platz 109 ist ebenso stark vertreten hier in Donauwörth. Lieber Reinhold, schön. Für den schwäbischen Bezirkstag Peter Schiele, der Direktkandidat Peter, herzlich willkommen. Herzlichen Dank, liebe Birgit. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Aigner, herzlich willkommen hier in Donauwörth. Sie hatten ja jetzt schon einen schwierigen Anfahrtsweg, wie wir mitbekommen haben. Dank unserem Oberbürgermeister wird die Baustelle oder wird die Brücke an der Wörlitz saniert. Und deswegen, naja, Infrastrukturmaßnahmen sind wichtig. Und deswegen gab es einen kleinen Stau. Deswegen sind wir auch etwas verspätet heute hier. Aber ich starte mit der ersten Frage. Frau Aigner, Sie waren ja schon einmal in der Landespolitik tätig, ich will an Ulrich Lange anknüpfen, wechseln jetzt in die, von der Bundespolitik in die Landespolitik. Und was uns natürlich alle bewegt ist, ja, was ist der Grund, dass Sie in die Landespolitik wechseln? Welche Erfahrungen haben Sie mit Kommunen? Welche sonstigen Anliegen kennen Sie von den kleinen Gemeinderäten? Das würde uns natürlich einfach mal eingangs interessieren. Ja, jetzt erstmal von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott an die Kolleginnen und Kollegen oder künftigen Kolleginnen und Kollegen und den jetzigen Kollegen, auch an den Herrn, aber ihr müsst jetzt Oberbürgermeister oder Bürgermeister? Oberbürgermeister. Also so auf alle Fälle Oberbürgermeister, auch an den ich auch schon seit vielen Jahren übrigens kenne und natürlich ganz persönlich an Sie alle, die sich heute Nachmittag Zeit genommen haben. Ja, warum wechselt eine Bundesministerin ohne Netz und doppelten Boden zurück in den Bayerischen Landtag? Zurück ist schon mal das Erste. Ich war ja schon mal im Bayerischen Landtag von 1994 bis 1998, da im Wesentlichen in der Bildungspolitik tätig und habe mir auch damals schon sehr viel Freude gemacht. Und wir haben ja beim letzten Mal bei der Landtagswahl und auch bei der Bundestagswahl, übrigens auch bei der Kommunalwahl von der CSU, Ergebnisse erzielt, die noch Luft nach oben lassen, würde ich jetzt mal so formulieren. Insbesondere im oberbayerischen Bezirk, nicht so sehr im schwäbischen Bezirk, wozu ich herzlich gratuliere natürlich. Und nachdem ich jetzt seit 2 Jahren die Bezirksvorsitzende von Oberbayern bin, ist es für mich eine Frage der Verantwortung, da mitzunehmen oder mitzumachen oder mitzuhelfen. Ich mache das auch deshalb, weil, meine Damen und Herren, ich das große Glück hatte und habe, dass mir Horst Seehofer, unser Ministerpräsident und übrigens mein Vorgänger im Amt, das zugetraut hat, dass ich als Nicht-Landwirtin das Landwirtschaftsministerium für die CSU übernehmen darf, was nicht selbstverständlich ist. Gerade in Donauwörth kann ich nicht sagen, ich bin Elektrotechnikerin, habe bei Eurocopter früher gearbeitet, das passt vielleicht auch ganz gut. Also nicht unbedingt sofort prädestiniert. Allerdings ist das Ministerium auch ein bisschen breiter aufgestellt, als wie nur in Anführungsstrichen Landwirtschaft.
Verbraucherschutz ist ja auch sehr breit und ich sage immer, wer einen Schaltplan lesen kann, der versteht auch die europäische Agrarpolitik, weil die ist auch sehr kompliziert zu lesen. Das ist das eine. Das zweite, haben Sie gefragt, habe ich eine Ahnung von der Kommunalpolitik? Da muss ich sagen, ich war ja vorher auch 8 bzw. 9 Jahre im Gemeinderat und im Kreistag tätig. Wollte übrigens auch Bürgermeisterin werden, was mir nicht gelungen ist. Jetzt bin ich ja Ministerin geworden. Sie wollten mich nicht, meine Parteimitglieder, aber das hat dann den Weg freigemacht, dass ich in den Landtag einziehen durfte. Ich wohne und bin geboren in meiner Gemeinde Bergkirchen-Westerham und kenne da, glaube ich, die Kommunalpolitik immer und auswendig. In den letzten Jahren konnte ich mich natürlich nicht so intensiv darum bemühen, weil ich viel in Berlin unterwegs war. Aber ich weiß sehr wohl, was es heißt, als Gemeinderat, als Oberbürgermeister, als Bürgermeister, als Kreisrat, als Landrat sich hinzustellen und 6 Jahre auch Verantwortung zu übernehmen für die Gemeinde, für die Stadt, für den Landkreis. Das ist oft sehr schwierig, das auszugleichen, und es ist mit Sicherheit schwieriger, als wie sich punktuell für oder oft auch vor allem gegen etwas zu engagieren. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle mich gleich bei all denjenigen herzlich bedanken, die sich dafür zur Verfügung stellen, weil das in der Tat keine Selbstverständlichkeit ist. Herzlichen Dank dafür. Also Frau Aigner, wie Sie sich schon vorstellen können, ich bin die einzige Dame hier in unserem Kandidatentableau. Da habe ich die Frage, wie sind denn Sie in die Politik gekommen? Ich habe den Sprung über die Frauenunion zur CSU geschafft. Ich sehe aber wenige Frauen grundsätzlich in der Politik. Und meine erste Frage eben, wie sind Sie zur Politik gekommen? Und Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, war nicht ganz einfach. Wieso haben Sie dann trotzdem weitergemacht? Was war da Ihre Motivation? Also zur Politik bin ich eigentlich über die Kommunalpolitik oder eigentlich über die JADU, muss man vorher sagen. Deswegen, mit dem Armin Neudert waren wir gemeinsam in den verschiedenen Gremien über die Junge Union gekommen, wie viele andere eben auch. Ich war da insofern gestellt, würde ich fast sagen, aufgrund meiner beruflichen Laufbahn, dass ich es gewohnt war, nicht unbedingt sehr viele Frauen um mich zu haben. Die Ausbildung als Elektrotechnikerin, da war ich allein unter 100 Männern. Da hält man schon was aus, würde ich jetzt mal sagen, und ist da durchaus gewappnet. Wir sind aber auch dann immer mehr geworden, muss ich sagen, auch insgesamt in der CSU. Das ist ein bisschen von Kreisverband zu Kreisverband, muss ich sagen, etwas unterschiedlich. Deswegen habe ich jetzt beim Bundestagswahlkreis zum Beispiel den Landkreis Starnberg auch vertreten dürfen. Da haben wir also bei den Mandatsträgern schon deutlich mehr Frauen gehabt als Männer. Und auch bei meinem Bezirksverband Oberbayern ist im engen Vorstand jetzt auch mehr Frauen als Männer. Also da hat sich auch schon einiges gedreht oder was verändert. Das hängt aber einfach auf die unterschiedlichen Gegebenheiten. Ich habe das eigentlich immer sehr sportlich genommen, würde ich mal sagen. Und da muss man auch ein bisschen robust sein, wenn man in die Politik geht, in jeder Hinsicht. Da darf man sich auch nicht schrecken lassen. Da kann man manches vielleicht auch einmal, lieber Uli, das weißt du, auch abends mal ein bisschen gemütlich ausmachen. Und da ist nicht schädlich, wenn man auch bayerische Kulturträger ist, sozusagen, zum Beispiel Schafkopfen kann, das schadet überhaupt nicht, um das mal so von dem her zu sagen. So, jetzt ist die Frage, warum überhaupt in Politik eingestiegen? Wie gesagt, ich bin aus der Kommunalpolitik gekommen, wollte eigentlich Bürgermeisterin werden, weil ich das immer sehr wichtig finde, dass man sich um seine Heimatgemeinde auch kümmert, und habe eigentlich schon immer mich sehr eingemischt. Oder andere hätten gesagt, ich hätte nie ihren Schnabel halten können, egal ob das in der Schule war, als immer eigentlich Klassensprecherin und dann Schülersprecherin und dann halt natürlich in der Jungen Union. Und das gehört für mich dazu, nicht nur in der Politik, sondern auch generell, dass man sich auch um sein Umfeld kümmert, dass man auch ein Gemeinschaftswesen ist. Und ich finde nichts langweiliger, als wie wenn man ganz allein vor sich da dahin bröselt oder in der Familie und jeden Tag auf Nacht ins Fernseher reinschaut und sich die 25. Serie von irgendwas anschaut. Das finde ich ziemlich langweilig. Ich habe immer schön gefunden, wenn man unterschiedliche Gemeinschaftsaufgaben hat, ob das bei uns beim Sportverein war oder dass ich dann später bei der Wasserwacht 8 Jahre Vorsitzende war. Das waren einfach tolle Zeiten, weil ich unglaublich gute, nette, fleißige Menschen kennengelernt habe, weil man gemeinsam was geschafft hat, sich gemeinsam freuen konnte, wenn man was gemeinsam erreicht hat. Und so stelle ich mir eigentlich Gemeinschaft vor, mit Ehrenamt, egal ob das im karitativen oder im politischen oder in anderen Bereichen ist. Das ist die Zielsetzung.